nicht gedacht, dass ich da lebend rauskomme. Danke, dass du deinen Hals riskiert hast, Cap. Du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe. Eines Nachts wurde das Bergwerk von Leuten angegriffen, die aussahen, als kämen sie direkt aus der Steinzeit. Haben mit Pfeil und Bogen gegen Schrotflinten gekämpft. Von Schüssen ließen sie sich nicht aufhalten. Ich glaube nicht an Zauberei oder Magie, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Diese Leute hatten irgendwas, was ich nicht erklären kann. Wenn du herausfinden kannst, was ihr Geheimnis ist, haben wir vielleicht eine Chance gegen die Zwillinge. Nach all dem muss ich erstmal durchatmen. Das Geheimnis Bliss. Das sind doch die von John Seed, oder? Die lustigen Leute vom Vater. Mom! Oh, langsam, ganz ruhig! Oh Gott. Rush, die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Es geht schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Und du musst Carminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina, hol den Alkohol. Okay. Dann schauen wir uns die Wunde an. Vorsichtig. Du musst mein Hüftgelenk einrenken. Nur du bist übrig? Ja. Tut mir leid, kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Verantwortlich. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Jetzt werde ich euch nicht mehr viel nützen. Es besteht noch Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten Spezialisten, Experten. Aber du hast auch klein angefangen. Also genau wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay, jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Los. Also gut, fangen wir an. Wow, hey, warte. Wie wär's mit Ausruhen? Gute Idee. Kein Ethanol, keine Chance. Wie geht's? Was vor uns liegt, ist nicht kompliziert, aber es bedeutet sehr viel Arbeit. Ach, noch ein beschissener Tag, präsentiert von den Highwaymen. Ich bin froh, dass du Prosperity hilfst. Ich frage mich, wie die Leute es durch den Tag schaffen, ohne was Schreckliches zu tun.
blutig, gell? Die habe ich ja, oder? Die besitze ich. Eine Tasche für das Space Force gebaut. Das Space Force mit. Ein Ritter kurz ist ein Hammer. Okay. Das macht mehr Schaden als 200. 273. Schaden 615. Ohohohoho. Die besitze ich sogar. Aber ich tue es gut. Sturmgewehr, 200 Schaden. Scharfschützengewehr, das ist es. Das hätte ich gerne. Noch anderes. Scharfschützengewehr. Das wird hergestellt. Ich bin nicht sehr allein. Was? Sollen wir es für das ausgeben? Nee. Fühlte sich immer wie Arbeit an. Aber jetzt würde ich alles dafür geben, wieder so ein lockeres Leben zu haben. Schön, dass du es geschafft hast. Wenn wir es richtig angehen, haben wir im Handumdrehen einen Ort, den wir zu Hause nennen können. Bei allen Siedlungen, die ich im Westen aufgebaut habe, habe ich immer darauf geachtet, dass ich die richtigen Leute zusammenbringe. Denn es sind Spezialisten, die den Unterschied machen. Ohne sie kommen wir nicht voran. Im Moment mangelt es uns noch an Spezialisten, aber es gibt sie, Cap. Hol sie nach Prosperity und ich erledige den Rest. Ich hab dich mit Carmina ankommen sehen. Ich seh die Oma. Zwei Polizisten, ein bisschen. Zwei Wetterspezialisten. Zwei Rubisse, ja, ich tue das wieder. Ich muss aber Spezialisten holen. Das heißt, grundsätzlich auf der Karte müsste das dann zum Beispiel da sein. Die Grace oder die Selene. Hallo? Hier spricht Bean, der Gründer von Wikibenia. Ich könnte Hilfe gebrauchen, um etwas Wichtiges, also etwas richtig Wichtiges wiederzubekommen. Ist da wer? Gut, Ich hab nur mal darstellen. Oh, hey. Du bist dieser Captain auf dem Zug, ne? Wenn die Zwillinge uns hier attackieren, wird's schwierig. Da hat er was gemacht.
Okay, wer ist hier? Rein. Los geht's. Irgendwer hat uns den Typen geklaut, den wir aus dem Zug geholt haben. Und dabei hatten wir noch viel mit dem vor. Das müssen die Lose aus Prosperity gewesen sein. Dafür werden sie bezahlen. Ja. Ja, wir müssen Prosperity aufbauen. Das ist unsere einzige Chance. Ja, ja, das ist eine gute Chance. Die Zahl wird ja auch so. Das ist ein bisschen stupid. Das wird noch nützlich sein. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. So überlebt man hier draußen. Nichts verschwenden. Hm. Ja. Ich mal da die ist schon da. Das ist so ein bisschen. Die Blätter sind nicht schlecht. Wir sind hier wieder da. Schon Schlimmeres erlebt. In Hope County gibt es viele Leute, die bereit sind zu handeln. Für viele von uns ist das die einzige Möglichkeit zu überleben. Wenn du Leute mit Rucksäcken herumlaufen siehst, kann es nicht schaden, nachzufragen, was sie dabei haben oder was sie dir für deine Sachen geben würden. Okay. Wir alle haben unsere Gründe, warum diese maskierten Wichser büßen sollen. Ich sehe einen von denen.
Kugeln gelegt. Ich hab sie gefunden. Das hat geblinkt. Das war ziemlich knapp. Jetzt haben wir jetzt hier alles. Nein. Schleicherschein. Das wird sonst die Verzögerung wieder verwendet. Was gibt denn jetzt hier? Ist so. Komm mit uns. Auf mit uns. Hallo? Hier spricht Bean, der Gründer von Wikibenia. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Er sucht, der findet. Dachte schon, es wäre aus. Nimm dir, was du kannst und wenn du kannst. Jetzt mache ich nie wieder was anderes, bis ich tot bin. Tada. Du machst nur Ressourcen frei, ha? Ja, nur Ressourcen. Die Zuckerfarm. Da ist leider nicht eins. Ich darf nicht. Noch nicht. So, jetzt wieder. Grüne Waffeln. Aha. Ah, sieht gut. Schauen Sie mal. Das ist natürlich noch, ne?